Ich war auf der Pokémon-Weltmeisterschaft und habe gegen dieses wilde Altaria-Team gespielt. Und unser erster Gegner bringt drei Pokémon, die ich doch aus meinem Weltmeisterschaftsteam wirklich gut kenne. Aber wisst ihr was? Wir versuchen es einfach mal mit der wilden Taktik rund um Altaria und Zubiris. Bringen dann noch Groudon in the bag und zu guter Letzt noch Flutterhaar. Dieses Altaria-Team war mein Runde 4 Gegner auf der Pokémon-Weltmeisterschaft. Ich stand zu dem Zeitpunkt mit 2 Siegen und einer Niederlage solide da und dachte mir, okay, mal schauen, was passiert. Und dann steht da plötzlich ein Altaria vor mir und der kam beide Kämpfe mit. Und mein Gegner hat einfach folgende Strategie gefahren. Gesang einsetzen und Erdanziehung einsetzen und gib ihm. Wir haben natürlich auch Mogelhieb, aber das Ding ist halt, wenn Gesang dann misst, dann haben wir ein bisschen ein Problem, weil der Gegner wird wahrscheinlich jetzt hier erstmal einen Rückenwind einsetzen, gehe ich mal davon aus. Ah nein, es kommt direkt ein Polarorkan. Das ist natürlich ein kleines Problem, vor allem, weil der jetzt auch immer trifft mit seinem Polarorkan und wir bekommen den Initiative-Job. Gut, der meldet eher weniger. Jetzt schauen wir mal. Es kommt einfach die Schallwelle. Aber die leben wir zum Glück mit unserem Altaria. Problem ist, wir bekommen leider nicht mehr ganz die Strategie raus mit unserem Zubiris. Oh, es ist sogar Heilspray. Aber ja, dieses Team war mein Gegner und das lief sogar echt gut für ihn. Also Kampf 1 habe ich ihn schon ganz gut hops nehmen können, aber im zweiten Kampf wurde es echt knapp. Und das Ding ist, nachdem er gegen mich verloren hat, hat er keinen einzigen Kampf mehr verloren am allerersten Tag. Das heißt, er ist Day 2 gegangen mit diesem Team. Und das ist halt krass. So, wir werden jetzt hier auf jeden Fall mal versuchen, den Rückenwind rauszuholen und setzen dann einfach mal die Abgrundsklinge ein. Denn die trifft ja zum Glück beide Pokémon jetzt. Dank der Erdanziehung leider ist Verhöhner ein bisschen nervig, könnte man meinen. Aber wir haben Mentalkraut. Und damit können wir jetzt hier tatsächlich einen Rückenwind rausholen. Und jetzt kommt unser Lebenorb Abgrundsklinge Groudon und macht unfassbar viel Schaden und das Boreos ist Geschichte. Und jetzt haben wir auch noch den Speed-Vorteil, weil der Gegner keinen Rückenwind rausbekommen hat. Und somit sind wir in einer richtig guten Position, weil, ja, Ursaluna schläft jetzt erstmal eine Runde und wir bekommen den Rückenwind raus. Mit einem Altaria. Mein Gegner Motoki Agano hat tatsächlich schon öfter solche Teams gemacht. Das ist quasi sein Signature, Erdanziehung plus irgendwie Schlafattacken. Ich habe sogar schon mal sowas vorgestellt mit Jan Mega Hypnose. Und das Team kam eben von ihm. Und ich werde jetzt hier einfach mal versuchen, einen Gesang auf Samazenta einzusetzen. Und wahrscheinlich kommt jetzt hier ein Rundumschutz. Deshalb gehe ich tatsächlich mal auf einen Delegator. Oh, da kommt eine Terrakristallisierung. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Es ist Terra Drache vielleicht, aber wenn wir da jetzt einen Gesang raufbekommen, wäre das super. Es ist Terra Boden. Okay, crazy. Das habe ich auch noch nie gesehen auf einem Samazenta. Ganz, ganz wild. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, jetzt diese Runde einen Schläfer zu bekommen. Perfekt, da kommt ein Rundumschutz. Und wenn Ursaluna ebenfalls noch schlafen sollte, bekommen wir einen Free Delegator raus. Das wäre jetzt perfekt. Weil natürlich geht Schallwelle durch Delegator, aber eine Schallwelle sollten wir auf jeden Fall leben. Falls er überhaupt auf Schallwelle geht. Jetzt bekommen wir erstmal Gesang raus. Und Gesang hat nicht mal eine 100% Genauigkeit jetzt zu treffen. Ich dachte, es hätte eine 100% Genauigkeit, aber es müsste mir 91% oder so sein. Und Ursaluna schläft weiterhin. Und das ist mir in Game 2 passiert, dass ich richtig viel Pech mit den Sleep Turns hatte und so plötzlich nicht in der optimalen Position war. So, wir gehen jetzt auf Orkan, was natürlich in der Sonne schwächer ist. Also eine geringere Genauigkeit halt, meine ich. Aber mit Erdanziehung boosten wir das ganze Jahr. Und jetzt schläft Samazenta erstmal eine Runde. Wir bekommen eine Abgrundsklinge raus. Die sollte Ursaluna KO'en und viel Schaden auf Samazenta machen, weil wir eben dieses Lebenorb-Biest sind. Okay, es ist jetzt nicht insane viel Schaden, muss man sagen. Der ist ja auch auf plus 1 Verteidigung. Aber es ist immer noch guter Schaden dafür, dass es ein plus 1 Samazenta ist. Und jetzt kommt noch ein Orkan hinterher und der trifft. Und damit bekommen wir okay, ein Damage auf Samazenta. Das nimmt man mit. Und jetzt kommt sogar noch Baojian aufs Feld. Das hilft uns ja sogar nochmal mehr, weil jetzt die Verteidigung geschwächt ist. Richtig gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das Baojian auf Schutzschild geht. Deshalb gehen wir sogar auf Ruheort und setzen jetzt die Abgrundsklinge ein. Da kommt tatsächlich ein Schutzschild. Also war, glaube ich, Ruheort hier der richtige Play. Jetzt muss Samazenta erstmal hoffen, aufzuwachen. Und Samazenta schläft. Wahrscheinlich hat der Gegner hier versucht, auf Schutzschild zu gehen. Und die Abgrundsklinge sollte doch jetzt KO, weil Baojian auf dem Feld ist, oder nicht? Und wenn das der Fall ist, dann hat das wirklich alles viel zu gut geklappt und ich verstehe immer mehr, wie er Day 2 gehen konnte, weil am Ende des Tages habe ich eine 2-0 besiegt gehabt und dachte so, ja okay, das ist krass, dass er 2 Siege bekommen hat, aber der wird ja nicht jetzt den all the way gehen. Aber der Gegner war krass, hat ein krasses Team gebaut, was so Antimeter war, dass es plötzlich funktioniert hat. Du brauchst auch sehr viel Glück, deswegen, ich finde es
also eine Strategie, die ich jetzt nicht spielen würde, auf einem Turnier wie den Weltmeisterschaften, weil du hast ja nicht 100% jetzt auf Gesang oder so dadurch automatisch. Und deswegen, ich mag auch Schlafpuder zum Beispiel nicht, weil du eben nicht diese 100% hast. Und sehr oft musst du genau darauf relyen. Aber, ja, wir können jetzt hier einfach sogar Terrafeuer einsetzen. Nee, brauchen wir nicht. Wir gehen einfach auf Brandstampel in Baojian. Denn der Rückenwind ist vorbei, aber der Gegner kann das eh nicht mehr gewinnen. Flatterhaar in the back, weil wir das auch noch am Start haben. Let's go! Unser nächster Gegner hat auch ein ganz wildes Schneeteam mit Motineva. Hui. Aber wisst ihr was? Auch hier, wir starten mal mit Altaria zu Beerus. Gucken mal, ob das funktioniert. Wir bringen auf jeden Fall Groudon hier mit, damit wir die Sonne aktivieren können. Und Juju sollte hier richtig gut aussehen. Aber Flatterhaar eigentlich auch. Ich glaube aber, Juju passt schon. Das Team ist auf jeden Fall sehr anders. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Team auf der Weltmeisterschaft sehen würde. Aber es war halt auch sehr cool, gegen sowas zu spielen. Wobei es auch sehr stressig war. Weil, ne, Gesang, Erdanziehung, Stuff. Da ist viel Stuff, was der Gegner hier machen kann. Und das ist direkt mal eine gefährliche Situation. Zwei Pokémon, die Falterreigen einsetzen können. Aber wir gehen hier einfach mal für Gesang auf Ramot und auf die Erdanziehung. Wir sind natürlich vierfach schwach gegenüber Eisattacken, aber wird der Gegner hier direkt auf eine Eisattacke gehen? Ich gehe jetzt nicht davon aus. Vielleicht macht er das doch. Okay, er geht auf die Hitzewelle. Oh, 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 oh. Vielleicht macht er das. Aber wir treffen unseren Gesang vorher. Es ist nicht super schlimm, wenn wir Altaria hier, by the way, verlieren. Ich habe halt Terra Wasser. Ich kann hier auch noch immer noch Terra kristallisieren. Wir bekommen dann zwei offensive Pokémon raus. Ja, ich bin damit fein. Das ist okay. Denn jetzt bekomme ich einfach Juju plus Groudon raus und kann einfach meine Attacken spammen. Also ich bin an sich voll okay damit. Jetzt kommen wir mit unseren krassen offensiven Pokémon rein. Das Ding ist nur, ich glaube, Motineva hat Rundumschutz, wenn es mich nicht ganz täuscht. Sollten wir dafür gehen und das jetzt hier predikten und auf... Weil ich glaube, wir müssen es halt locken, ne? Das ist ja klar. Aber wird der Gegner das wirklich haben? Ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus. Wir setzen einfach mal Hitzewelle und Abgrundsklinge ein. Denn wenn er wirklich Rundumschutz hat, dann macht er ja diese Runde nichts außer Rundumschutz drücken, weil Ramot eh schlafen wird. Und deswegen sollte das schon fein sein. Vulnona kommt rein, klar, um die Feuerattacken zu schwächen. Aber das Ding ist, es kommt halt auch eine Abgrundsklinge und er hat wirklich Rundumschutz. Okay, das ist krass. Das ist ein bisschen schade. Boah, ich hätte es fast predicted, dass der das hat. Aber ich dachte nur so, ja komm, selbst wenn er das macht. Aber macht er natürlich gut mit dem Switch-Out. Ich hätte vielleicht dafür covern können, indem ich zumindest Brandstempel einsetze mit meinem Groudon, weil Ramot ja eh am Schlafen ist. Und Hitzewelle ist trotzdem der beste Lock, glaube ich, gegen das Team. Deswegen, ich glaube, das bereue ich nicht. Aber da hätte ich besser drum herum spielen müssen. So, wir gehen jetzt einfach mal auf die Hitzewelle und setzen dann Brandstempel, Terrafeuer in den ein. Es könnte natürlich auch eine Terrakristallisierung von der gegnerischen Seite kommen. Das wäre ein bisschen nervig. Ich hoffe, Motineva hier wegzubekommen, weil dann kann ich halt relativ entspannt Hitzewelle spammen. Das ist halt das Ding, ne? Manchmal gibt es diese nischigen Sachen, wie generell Motineva, und dann ist da auch noch so ein Rundumschutz drauf, was eh schon eine Nische an sich ist. Deswegen, ja, da hätte ich, glaube ich, trotzdem für covern sollen. So, da kommt Terra Elektro. Okay, Terra Elektro ist okay. Terrafeuer Brandstempel wird doch super viel Schaden machen. Plus, der hat jetzt keinen Verteidigungsboost mehr, weil er kein Eis-Pokémon mehr ist. Da kommt noch ein Umschutz, okay. Wahrscheinlich kommt vorher der Aurora-Schleier raus. Damit würde ich zumindest, ja, nicht so viel Schaden machen. Hitzewelle wird jetzt hier blockiert. Das ist aber an sich fein, weil Juju wird diese Runde hier auf jeden Fall leben. Die Erdanziehung wird halt nur so ein bisschen ausgestallt, was vielleicht nervig für uns sein kann auf Dauer. Aber mal schauen. Da kommt Aurora-Schleier, wie erwartet. Und jetzt hoffe ich, das Bandstempel trotzdem KO'd oder zumindest ein Tool-KO, das wird es aber, denke ich mal, machen. Das würde mich jetzt sonst ein bisschen wundern, dann ist Groudon sonst wirklich wack mit einem Live-Orb. Ja, okay, über 50%, das ist wichtig. Und da sind noch die Überreste auf dem Motineva, interessantes Item. Ja, dann werde ich jetzt hier einfach nochmal für Hitzewelle gehen, weil geht ja nicht anders, und Brandstempel in den Slot einsetzen. Oh, Alola Vulnona wechselt so heraus. Das kann tatsächlich huge für uns werden, je nachdem, was da reinkommt. Es ist Miraidon. Miraidon ist auf jeden Fall eine Gefahr, generell, weil der jetzt auch auf Elektroattacken gehen kann, klar. Vielleicht hätte ich mich noch nicht in die Terra-Kristallisierung baiten dürfen, ne? Aber ich habe ja auch Schutzschild, Delegator-Stuff, da kann ich noch ein bisschen was machen. Erstmal bekommen wir jetzt Motineva weg. Das wird jetzt erstmal wichtig sein. Und damit können wir dann erstmal ganz gut arbeiten. Aber es wird ein schwieriges Match auf jeden Fall noch. Gerade weil jetzt der Aurora-Steuer da ist. Und das alles wegen dieser einen Runde, die ich durchaus optimal hätte spielen können. Aber da haben wir zumindest Motineva schon mal weggehauen. Das ist gut. Da kommt jetzt Alola Vulnona wieder rein.
So, wir haben jetzt hier relativ entspannt die Möglichkeit, Hitzewelle einzusetzen. Die Frage ist, gehen wir auf Schutzschild oder eben nicht? Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er hier mit Miraidon Groudon angreift. Wenn er das halt nicht tut, dann wäre das halt so schade, ne? Aber ich glaube, ich gehe auf Schutzschild. Ich traue mich hier einfach nicht, das nicht zu tun. Deswegen gucken wir mal. Vielleicht wird er jetzt hier einfach auf Voltwechsel in Juju gehen. Wir werden es gleich sehen. Erstmal kommt die Hitzewelle raus. Die KO't Alola Vulnona nicht mal. Das finde ich krass, ne? Aber Blitzschur kommt tatsächlich in den Slot. Okay, das war zumindest richtig. Sehr, sehr gut. Was macht das Alola Vulnona? Mondgewalt, okay. Kein Spezialangriffsdrop wäre nice. Life Orb sogar auf Alola Vulnona. Okay, das ist krass. Erdanziehung ist jetzt wieder normal. Das heißt, wir können auch wieder missen. Wir gehen nochmal auf die Hitzewelle. Und ich würde sogar fast schon auf einen Double Protect gehen. Ja, let's go. Double Protect. Ich glaube, das ist halt der beste Play hier. Oh, es kommt sogar die rechte Hand. Okay, das ist interessant. Ja, gut, das macht keinen Unterschied. Wahrscheinlich einfach, weil Alola Vulnona eh droppt. Und wir bekommen den Double Protect. Das ist tatsächlich gut. Aber die Frage ist halt, wie viel macht es dann am Ende des Tages? Weil Hitzewelle macht halt nicht super viel Schaden gegen dieses Miraidon. Ich müsste schon noch so den einen oder anderen Protect, glaube ich, bekommen. Und das halt nur, weil ich mich da in die Terrakristallisierung gebaitet habe. Ja, ich glaube, ich habe zwei Fehler hintereinander gemacht. Einmal nicht Rundumschutz gecovert und, also gut, ne, ist halt Motineva so. Ob der das jetzt wirklich hat, klar, aber wenn man ihn schon spielt, dann wird er wahrscheinlich irgendwie eine Nische erfüllen. Und Terra Feuer war, glaube ich, einfach ein bisschen zu kurzsichtig, weil Alola Vulnona wird da schon nicht auf Blizzard gehen. Aber wenn das halt doch macht, dann schwierig. Also weiter Hitzewelle einsetzen und wir könnten für einen Double Protect gehen, Triple Protect. Ich glaube, das ist der korrekte Play. Als ob, wir bekommen einen Triple Protect. Was ist heute los? Mein Gegner wirft, glaube ich, gerade die Switch aus dem Fenster oder so. Wenn er jetzt aber einen Juju angreifen würde, wäre das ein bisschen krass. Darf er aber eigentlich gar nicht machen. Ich habe halt jetzt wirklich die ein Drittel Chance bekommen und danach die ein Neunte Chance. Und das ist so frech hier. Und dadurch, ich müsste eigentlich jetzt sogar nochmal dafür gehen. Weil das ist meine Win-Con letztendlich, sein Elektrofeld auszustallen, sodass Blitztour nicht KO't und ich mit Hitzewelle hoffentlich bald den KO bekomme. Wisst ihr was? Wir machen's. Hitzewelle und Schutzschild. Mal schauen, was passiert. Okay, ich habe es noch nie geschafft, viermal hintereinander einen Protect zu bekommen. Das wäre schon wirklich krass gewesen. Hitzewelle macht aber echt viel Schaden. Also wir sind jetzt dadurch noch im Game durch diesen Triple Protect. Wenn Rabot jetzt auch schläft, boah, es war so viel Glück alles, by the way, ne? Ich weiß, das ist eigentlich kein verdienter Win, wenn ich jetzt hier wirklich gewinnen sollte. Aber ich glaube, ich habe die Chance zu gewinnen, wenn Ramoth jetzt noch eine Runde schläft. Und ich muss, glaube ich, Miraidon noch zusätzlich critten. Okay, Ramoth schläft nicht. Es kommt Käfertrutz. Ah, der Spezialangriffsdrop. Wir leben das. Das heißt, wir brauchen jetzt safe einen Crit. Wenn wir Miraidon critten sollten, gewinnen wir den Kampf. Wir müssen aber beide treffen. Und wahrscheinlich wäre es jetzt der Klassiker, einfach mit Hitzewelle beide zu missen. Und Hitzewelle trifft tatsächlich und wir bekommen keinen Crit. Krass, der Spezialangriffsdrop hat vielleicht sogar dafür gesorgt, dass Miraidon das Ganze lebt. Und dadurch verlieren wir den Kampf. Aber ganz ehrlich, ich habe meine Outs gespielt. Dafür, dass ich vielleicht ein, zwei Missplays gemacht habe und bin den richtigen Weg gegangen. Auch wenn das sehr eklig war, aber manchmal muss man das halt auch machen. Und ich bin jetzt aber auch nicht sad, dass ich jetzt verloren habe oder so. Und zu guter Letzt spielen wir gegen das Team, was die Pokémon-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Mal schauen, ob Motokuya Arganos Team dagegen eine Chance gehabt hätte. Mit Groudon zumindest sollte das aber auf jeden Fall eine Option sein. Dann würde ich Servol einmal mitbringen, um direkt das Elektrofeld wegzubekommen. Juju und Flutterhaar in the Bag sollten dann richtig gut gegen den Rest stehen. Denn natürlich hat man die Möglichkeit, erstmal mit Altaria und Zubiris zu starten und den etwas langsameren Weg gehen, sozusagen. Ne? Man geht auf Gesang, Erdanziehung, Stuff, du hast so Rückenwind, Ruheort, du kannst Sträuch mit Fähigkeitstausch auf Altaria packen, was ich bisher leider nicht zeigen konnte. Das ist natürlich alles cool, aber du hast halt auch direkt diese geballte Offensive mit Groudon, Specs Flutter, Juju in der Sonne und Servol unterstützt das Ganze dann nochmal mehr. Deswegen, man hat da viele Optionen mit dem Team, oder auf jeden Fall zwei sehr starke Optionen, die man auch gut mixen kann. Und ich glaube, wir machen hier mal was Wildes. Wir gehen auf die Abgrundsklinge und gehen dann auf Terra Feuer Spotlight. Denn Ogapon möchte wahrscheinlich hier die Feuerattacke einsetzen. In der Sonne macht er natürlich super viel Schaden, klar. Aber mit Spotlight bekommen wir den Angriff auf Servol und sind dann noch Terra Feuer, leben das also nochmal besser. Elfun macht nicht so viel Schaden mit Mondgewalt und ich möchte halt den Bodentypus für Miraidon behalten. Also wieso nicht? Und wenn wir Abgrundsklingen treffen, dann machen wir halt super viel Schaden auf den Gegner. Und es kommt tatsächlich einfach die Mondgewalt raus. Die macht, wie gesagt, gar nichts. Wahrscheinlich jetzt noch die Rankenkeule hinterher. Spezialangriffsdrop, okay, ist ein bisschen schade, aber ist fein. Abgrundsklinge, wir sind schneller als das Ogapon. Das ist eine wichtige Information. Sehr, sehr langsames Ogapon.
und wahrscheinlich sehr bulky. Da kommt die Rankenkeule hinterher. Bitte kein Volltreffer, das wäre super. Das ist, glaube ich, kein Volltreffer. Nice. Ja, dann gehen wir einfach nochmal auf die Abgrundsklinge und setzen nochmal Spotlight ein. Eine Option wäre jetzt hier auch gewesen, mit Spotlight die Attacken auf Servo zu ziehen, um dann Delegator rauszuholen mit Groudon. Das, was ich ein bisschen störend daran finde, ist, wahrscheinlich wird Servo halt diese Runde besiegt werden, außer es kommt halt kein Double Up. Genau, ich dachte, vielleicht der Double Up kommt aber nicht. Und dann kann er halt nächste Runde mit Zugabe, okay, ich critte. Ich habe ihn gecrittet. Nevermind. Ich wollte mir gerade sagen, kann er mit Zugabe meinen Groudon, wenn das Psychofeld ist, ein bisschen nerven. Weg ist. Weil er hat natürlich Miraidon wahrscheinlich in der Bag, kann dann das Psychofeld halt entfernen. Weil mit dem Psychofeld wäre es natürlich kein Problem, weil Zugabe wird dann halt blockiert, weil es eine Prioritätsattacke ist. Aber am Ende ist das alles egal, weil wir einfach critten und jetzt plötzlich ein 4v2 haben. Und das ist natürlich jetzt eine sehr interessante Situation, in der wir uns befinden. Ja, und da können wir, glaube ich, entspannt auf Abgrundsklinge und Spotlight gehen. Denn mit Juju und Flutterheart in der Back sollten wir, glaube ich, das Game gewinnen können. Der Gegner terrakristallisiert jetzt hier Miraidon. Ich habe überlegt, ob wir Servo rausswitchen, damit wir das Psychofeld wieder rausbekommen. Aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig ab diesem Punkt. Wahrscheinlich kommt ein Zauberschein hier. Ja, wahrscheinlich Zauberschein plus Trefferschwall könnte mich besiegen. Aber ich könnte halt auch schneller sein als sein Bruder Osu, weil ich halt so viel Initiative habe. Deswegen schauen wir einfach mal, wie diese Runde abläuft. Okay, never mind, wir leben nicht den Zauberschein. Ich dachte, wir leben den Zauberschein. Aber never mind. Gut, da müssen es jetzt Juju und Flutterhaar richten. Aber da wir die Sonne aktiv haben, sind wir auf plus 1 Initiative in Flutterhaar. Und Juju ist schneller. Das heißt, beide Pokémon sind schneller als die beiden gegnerischen Pokémon. Und das ist natürlich super. Die Frage ist natürlich nur, auf welche Attacken gehen wir? Weil an sich ist Zauberschein plus Hitzewelle relativ safe. Wenn Hitzewelle aber daneben geht, haben wir ein Problem. Da frage ich mich, ob es was Smarteres gibt. Aber ich glaube, wir müssen so oder so unsere Angriffe treffen, damit wir hier gewinnen können. Und ich glaube, mit Zauberschein plus Hitzewelle fahren wir am besten. Wasserdüse kommt raus, die nehmen wir aber auf jeden Fall in der Sonne. Jetzt müssen wir wirklich nur noch die Hitzewelle treffen. Warte, ah, der Gegner hat den Rückenwind rausbekommen. Ich bin lost. Ich habe das so vergessen. Boah, ich hätte das anders spielen müssen. Ich habe so vergessen. Das ist ein blöder Fehler gewesen. Wir werden jetzt auch einen Kampf haben. Ich habe, für mich war das alles so verwaschen, dieser Kampf. Und ich habe einfach vergessen, der ist ja auf Rückenwind gegangen in der Runde, wo ich Abgrundsklinge eingesetzt habe. Ah, das ist so schade. Das war, ich hätte sonst einen anderen Gameplan formulieren müssen. Und ich weiß auch, glaube ich, wie. Ah, das war doof. Naja, passiert. Das sollte natürlich nicht passieren, aber zum Glück ist es auch nur die Rangkampfleiter und nicht die Weltmeisterschaft. Zum Ausgleich für diesen kleinen Fail haben wir nochmal einen weiteren Kampf gegen ein Rappenreiter-Team. Ich glaube, dagegen starten wir tatsächlich wieder mit Altaria plus Zubiris, bringen dann Groudon in the bag und zu guter Letzt Flutterhaar. Der Kampf wird auf jeden Fall nicht einfach werden gegen Rappenreiter, aber irgendwie muss es ja eine Option geben, dagegen zu gewinnen. Deswegen gebe ich mein Bestes. Okay, wir sehen Ogerpon Boreos. Wahrscheinlich, weil das Regentanz Boreos ist. Deswegen hat er damit geleadet, natürlich auch gegen Groudon. Aber ich würde jetzt einfach mal so frech sagen, wir gehen hier auf einen Gesang in Boreos und setzen die gute alte Erdanziehung ein. Da kommt erstmal ein Rückenwind, das ist natürlich super. Das heißt, kein Schaden von Boreos. So wird Zubiris auf jeden Fall diese Runde überleben. Gesang zu treffen wird wichtig werden, weil dann können wir die Fähigkeitstauschstrategie endlich machen. Das ist natürlich richtig nice. Rankenkeule, ja, in den Zubiris-Slot. Aber es ist ein Fehler, Altaria dort einfach zu lassen, denn Altaria hat jetzt Spaß. So viel Spaß. Denn jetzt können wir Fähigkeitstausch einsetzen und bekommen Strolch auf unser Altaria. Also ab dafür Fähigkeitstausch rein in Altaria. Schutzstacheln. Okay, natürlich, um hier einmal eine Schlafrunde zu stallen, klar. Aber du wirst es nicht verhindern können. Gesang wird kommen. Und was wirst du tun? Nichts. Nichts kannst du tun. Vor allem haben wir ja jetzt nicht nur Prioritätsgesang, sondern auch Prioritätsrückenwind, Prioritätsruheort, alles Mögliche. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Ogerpon hier rauswechselt, vielleicht so ein Fuego oder so, wenn der dabei ist. Deswegen gehen wir, glaube ich, einfach mal auf Orkan in Boreos und setzen auch Schmarotzer in den Slot ein. Ogerpon wechselt tatsächlich raus, okay, 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 weil mit Fuego kann er das natürlich abfangen, weil es nicht Pokémon ist. Es wechselt Wudaoso rein, okay, krass. Der riskiert einfach sein Wulaosu. Der hätte einfach Orkan da reinballern können. Das finde ich ein bisschen heftig, aber alles okay soweit. Wir haben ja immer noch nächste Runde, um Orkan einzusetzen.
bekomme einen guten Schaden schon mal auf Boreos, was wichtig ist. Nice. Oh, das war viel Schmarotzer-Schaden. Dann werde ich diese Runde selber den Rückenwind erstmal rauslegen und Schmarotzer in Boreos einsetzen. Denn wenn wir das gegnerische Boreos wegbekommen, wäre das super. Und es kommt ein Verhöhner, aber wir haben Mentalkraut. Alles easy. Das heißt, wir haben gleich erstmal die Speed-Control am Start, was super wichtig ist. Außer Zubiris wird jetzt hier besiegt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Gegner jetzt erstmal mit Vulao so Altaria angreifen wird, weil das die größere Bedrohung gerade ist. Nein, okay. Zubiris wird leider besiegt. Das ist schade. Aber an sich immer noch okay. Denn nun können wir einfach in Flutter reinwechseln und was will der Gegner machen? Der Gegner muss jetzt erstmal selber den Rückenwind rauslegen, weil wir haben den Rückenwind da. Also gehen wir einfach mal auf Orkan hier in den Slot und gehen auf Terra-Fee-Zauberschein auf beide. Und so haben wir jetzt wirklich das perfekte Setup. Okay, nicht ganz perfekt, weil es wäre noch besser gewesen, wenn wir Boreos letzte Runde besiegt hätten. Hat der Gegner gut gemacht, erstmal Zubiris zu besiegen. Aber an sich bekommen wir Boreos diese Runde weg. Vulaozu wahrscheinlich auch, gehe ich mal von aus, weil der wahrscheinlich zwar einen Fokusgurt haben wird, aber wir haben den Double Targeted. Okay, jetzt kommt erstmal Terra Unlicht. Finstertreffer in Altaria, aber das nehmen wir. Nee, es ist Terra Gift. Aber ich glaube, Terra Fee Zauberschein into Orkan sollte den wahrscheinlich KO'en. Ich habe nur ein bisschen Angst vor einem Gift-Hieb, bin ich ehrlich. Das kann natürlich immer noch kommen. Wir haben jetzt einfach unser Boreos at home. Altaria mit Sträuch ist auch quasi Boreos. So, Boreos ist down. Wir machen sehr viel Schaden gegen Vulaozu und hoffentlich KO'd Orkan jetzt. Erstmal kommt ein Finstertreffer in den Flutter-Slot. Das nehmen wir. Und Orkan, bitte sei genug gegen dieses Vulaozu. Ach, ganz knapp nicht. Und auch keine Verwirrung. Erdanziehung ist jetzt auch wieder normal. Das ist aber an sich fein. Jetzt kommt Calyrex rein. Aber wisst ihr was? Wir haben Gesang. Du bist uns sowas von egal. Wobei nicht ganz. Erdanziehung, ne? Ist vorbei. Jetzt müssen wir ein bisschen hoffen, dass das Glück auf unserer Seite ist. Aber wir werden Glück haben. Ich bin mir sicher. Deswegen Gesang und Zauberschein. Let's go. Gesang trifft. Let's go. Es ist so eklig. Es ist so eklig. Aber manchmal muss man halt dafür gehen und wir gehen dafür und es funktioniert und damit schläft Konosper erstmal eine Runde. Wir bekommen den Zauberschein raus, besiegen Vulaozu safe, bekommen unfassbar viel Schaden auf das gegnerische Konosper, jupp. Und alles läuft gerade viel zu gut. Hui. Ich sag's wie es ist, für die Rangkampfleader super coole Strategie, aber sich das auch zu trauen zur Weltmeisterschaft zu bringen und dann erfolgreich damit zu sein, das ist wirklich krass. Deswegen Shoutouts gehen raus an Motoki Agano. Jetzt nur noch ein Orkan treffen wäre super. Oh nein, er ist aufgewacht, aber mit einem Schutzschild. Alles safe, alles safe, alles safe. Wir sind im Game. Denn wir können jetzt einen Zauberschein einsetzen, machen sehr viel Schaden auf Ogapon. Ogapon wird jetzt natürlich das ganze Leben und dann die Rankenkeule einsetzen. Aber ich glaube, dass Koronosper hier nicht für den Double-Knockout gehen kann. Orkan jetzt zu treffen wäre unfassbar wichtig. Wenn wir Ogapon jetzt wegbekommen, dann haben wir gleich einen 2v1 und das sollten wir an sich gewinnen können. Gehe ich zumindest von aus. Orkan trifft, let's go! Ogapon ist weg. Und jetzt haben wir noch unser Groudon in the bag. Und das sieht richtig gut aus. Die Frage ist nur, was ist jetzt mein bester Angriff? Brandstempel, der ist natürlich recht schwer, ne? Und der Gegner hat noch eine Runde Rückenwind. Ich glaube, das Smarteste, was ich machen kann, ist einmal auf Rückenwind zu gehen und Schutzschild einzusetzen, weil ich damit den gegnerischen Rückenwind stalle, somit dann nächste Runde schneller bin. Altaria ist eh bulky genug, der wird schon Astralfragmente leben, das heißt, ich habe dann nochmal die Option, auf Gesang zu gehen, habe dadurch nochmal eine Absicherung, aber dann muss ich nicht auf Abgrundsklinge gehen, sondern kann wahrscheinlich einfach auf Brandstempel gehen. Ich denke, das wird immer noch KO'en, oder? Konosper, der ist zwar schwer, aber Groudon, du machst das schon mit dem Damage, genau, Rückenwind ist auf der gegnerischen Seite weg. Wir gehen jetzt einfach nochmal zur Absicherung auf Gesang und wir gehen auf den Brandstempel. Gesang trifft eh gar keine Challenge. Ich habe nie dran gezweifelt. Ich habe auch das Gefühl, Erdanziehung ist zwar vorbei, aber die Erdanziehung ist quasi noch im Feld. So wirkt es zumindest. Und wir gewinnen so oder so, weil Brandstempel den KO macht. Was ein krasses Team. Es hat super viel Spaß gemacht. Aber wisst ihr, was auch krass ist? Das Team, was ich auf der Weltmeisterschaft benutzt habe. Schaut euch das gerne mal an.